Jesus ist gekommen, hat deine und meine Vergangenheit geklärt, ein für alle Mal. Und wir brauchen mit Gott nicht über vergebene Sünden zu diskutieren. Wir dürfen es annehmen, aber gleichzeitig auch die Vergangenheit klären, die zu klären ist. So kommt Gott durch Jesus für uns die Vergangenheit zu klären, regelt unsere Gegenwart, indem er uns ein sinn erfülltes und stiftendes Leben schenkt. Ein ausgerichtetes nach seinem Wort und durch die Beziehung belebend, so dass wir nicht nur für uns sorgen können, sondern auch für unser Umfeld ein Licht und Salz sein dürfen. Und nicht zuletzt auch die Zukunft. Oft springen wir so schnell in die Zukunft, dass wir sagen, wenn wir Gott angenommen haben durch Jesus Christus, dann ist unsere Zukunft geregelt. Das ist richtig. Aber das noch also mindestens genauso entscheidend ist, dass unsere Gegenwart geklärt ist, vergessen wir nicht zu leben und anderen Leben und Hoffnung zu schenken. Dafür hat Gott uns hierhin gestellt.